sag mal, hätte eine Musik wie Neu oder eben auch wie er einfach mit Kraftwerk gemacht hat, irgendwo anders als in Deutschland entstehen können? Oder ist das Zufall? Naja, ich persönlich glaube nicht an Zufall. So grundsätzlich nicht. Scheinbar nicht. Oder? Es gibt nichts Vergleichbares, finde ich. Also danach haben sich dann viele dran bedient, so in bestimmten Sachen. Das ist eigentlich schon, sagen wir mal, so die, ja, die wirklich großen Umsätze so, sind eigentlich von anderen im Ausland gemacht worden. So, ne? Mit den Sachen, die wir eigentlich so entwickelt haben. So. Ja, ich würde mal sagen, nee, nicht möglich. Und ich würde sogar eben so weit gehen zu sagen, eigentlich nur in Düsseldorf möglich. So, also, was ist typisch Deutschland? Sagt, ja, aber es ist eine bestimmte Art von Deutschland. Es ist völlig anders als Berlin oder als Köln oder als München. So. Es hat irgendwie was. Es kommt eine Menge aus Düsseldorf eigentlich. Ne? Also im Verhältnis zur Größe der Stadt ist es schon ganz enorm, finde ich. Was da so, sagen wir mal, ab den 70ern so um die Welt gegangen ist. So. Und immer noch geht auch. So. Was unterscheidet den Düsseldorfer Ansatz zum Beispiel von von elektronischer Musik aus Berlin zum Beispiel? Ja, ich würde mal sagen, also ich habe mich eigentlich immer so im Spannungsfeld so zwischen Kunst auf der einen Seite und Werbung. Ich hatte auch eine Werbeagentur so in dieser Zeit, als ich da in Lindbergh in der Kommune gewohnt habe. Creative Families, die haben zwar nie was gemacht, aber es gab die irgendwie. Und mit der haben wir auch diese Studioplatte gekriegt. Das war ganz gut. Ja, also Kunst, Werbung, Mode auch. Wobei also für mich sehr, sehr, sehr früh, sehr stark so der Zwang da war, mein eigenes Bild zu kreieren. So. Also so, was ich halt unverwechselbar so. Ne? Was ich so anziehe, also ich habe zwar auch mit 16 irgendwelche Levis oder Levi's gehabt und mich damit in die Badewanne gesetzt und so, aber das war mir dann doch irgendwann viel zu amerikanisch und da muss es doch was geben, auch vor unserer Tür. So. Genau wie die Tonalität auch so. Das ist irgendwie auch eine ganz klar, sagen wir mal, mitteleuropäische, unlike the also Blues war das so eine Geschichte. Ja, so, also da sind wir. Und das sehe ich eigentlich so in Berlin, naja, Berlin. Berlin, das gucken wir mal so. Ja, man sieht es auch so musikalische Unterschiede. Wenn ich jetzt neben Tangerine Dream oder Ashra Temple waren insgesamt sehr viel sphärischer angelegt, ja. Mehr in dieser kosmischen Musikecke. Ja. Bei euch ist alles von vornherein sehr viel metallischer und sehr viel roboterähnlicher. Ja, viel straighter auch. So, ne? Viel straighter, viel schicker, viel stilvoller auch, denke ich. So. Aber eben auch was die Klänge anbetrifft, so, was die akustischen Produkte anbetrifft, aber eben nicht nur auch. Ne? Ich meine, Kappa sind doch auch Mörder Hämmer. So, ne? Das sind aber auch immer Individuen. Also ich will das jetzt auch nicht zu sehr hier unserem Oberbürgermeister anhängen, der da eben überhaupt nichts mit zu tun hat. Aber trotzdem, so dieses, vielleicht auch hier in meinem speziellen Fall, ich bin also in Unterrad aufgewachsen, sagte jetzt nichts so, aber es ist ziemlich am unteren Ende, wie der Name so ein bisschen sagt, oder war es damals, heute auch völlig anders, so völlig anders, also der Sozialstruktur so, und heute ist es nah am Flughafen auch, weil der Flughafen ist inzwischen so groß. So. Und, ja, und dann von da aus eben so plötzlich Königsschule, so, täglich, so, da standen auch die Noten vor der vom Schulschuh oder so damals. Ne? Das wurde dann irgendwann auch unterbunden. So. Ja, und dann so die Nähe zur Altstadt und so. Also so diese, es gab also bei mir ziemlich harte Sprünge so in der Bibliothek, so, wo ich irgendwie auch lange dran zu